Hallo, willkommen zum ersten Let's Play auf meinem YouTube-Account. Ja, wir spielen heute City Skylines. Ich habe ein paar Mods aktiviert. Zum Beispiel, dass der Nebel aus ist und alle Wunders und sowas halt an sind, damit man die nicht extra freispielen muss. Ja, wir werden eine neue Karte nehmen. Welche Karte nehmen wir denn mal? So, ich habe zwar schon eine Stadt, aber da muss ich noch mal neu anfangen, weil der Straßenverkehr ist furchtbar. Und ich hatte mir mal was über die Nacht überlegt, wie man zum Beispiel die Stadt neu aufbauen kann, aber das wäre halt wieder alles abreißen und alles wieder neu aufbauen. Also fangen wir gleich neu an. Die zwei Flüsse nehmen wir, das schaut ja sehr interessant aus. Da haben wir auch alle Ressourcen. Okay, dann beginnen wir mal. Ich werde noch Musik anmachen. City Skylines ohne Musik zu spielen ist halt, ja, total ruhig und total leise. Und eine entspannte Musik im Hintergrund wäre nicht schlecht. Ja, ihr hört auch, dass ich verschnupft klinge. Bin auch krank, mehr oder weniger. Ich hatte mich bei meiner kleinen Tochter angesteckt. Ja. Hängt er mal beim Laden. Wahrscheinlich zu viele Mods. Natürlich habe ich auch die Mod aktiviert, damit alle Areale freigeschaltet sind. So alle Gebiete. Einzigartige Gebäude, die ich ja gesagt habe, war ja auch frei. Monumente. Ja, wir werden nun mit in die Gate spielen. Ja, einfach aus dem einfachen Grund, weil ich gerne alles mal so bauen möchte, wie ich das gerne möchte. Und dass ich nicht auf das Geld schauen muss. Ja, man kann natürlich auch das mit nicht unendlich Geld spielen. Aber das würde mir einfach zu lange dauern. Ja, auf den Kanal. Werde ich versuchen, regelmäßig Videos zu machen. Wird bei mir natürlich nur am Vormittag sein. Aber am Nachmittag ist dann meine Tochter bei mir und da habe ich dann halt einfach keine Zeit mehr. So werde ich die Videos am Vormittag aufnehmen. Da werde ich dann halt, ja, verschlafen auch klingen. Aber ich werde mir die größte Mühe geben, das alles ordentlich zu machen. So, jetzt bauen wir das mal so, wie ich mir das gedacht hatte. Ich hatte mir nämlich das so gedacht, dass wir, dass eine Autobahn, eine höher liegende Autobahn durch die Stadt führt und von der Autobahn alles aus agiert wird. Probieren wir das einfach mal aus. Der Höhe müsste das erreichen. Zack. Ah, wo ist der rechte Winkel? 180. Ja, 180 da.
Wasser oder Lava? Das schaut ja schon mal nach Wasser aus. Das auf der Seite auch gleich. Zack, zack, zack. So, der sollte hier auch anfangen. Groß zu werden, sag ich jetzt einmal. So, da, da. Ja. Ist natürlich schade, dass nur auf der einen Seite so viele Stützpfeiler sind. Ich finde, das schaut eigentlich recht schön aus. Aber in Ordnung. So, dann passen wir das hier vorne noch an. Damit das ja alles gleich aussieht. Ich bin da so ein Fetisch, Schist, sag ich jetzt mal. Wo alles, ja, gleich aussehen muss. Sonst kriege ich die Krise. Alles muss gerade sein, alles muss hübsch sein. So, das müssen wir noch ändern. Hoppala. Na? Ah, nehmen wir. Wurscht. Das machen wir gleich. So. 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 Da. So. Dann verbinden wir gleich die Straße mit der anderen Autobahn. Machen wir da einen kleinen Bogen, damit die KI da auch schnell auf die Autobahn kommt. Auch schnell wieder runter. Unsere Leute zufrieden sind. So. Da müssen wir das auch wieder ändern. Dann haben wir das auch erledigt. Naja, das schaut nicht so toll aus. Machen wir das nochmal. Runter. Perfekt. Machen wir das da auch auf der anderen Seite. Die Erkältung hat mich fest im Griff. So. Zack. Oh, das schaut ja schon mal toll aus. So. Wie hatte ich mir das gedacht? Dass wir die Auf- und Abfahrt jeweils auch noch weiter mit Autobahnstraßen verbinden, damit der Verkehr schnell und zügig geregelt werden kann. Ja, genau, nicht so. Andersherum. Aha, das schaut hier sehr interessant aus. Aha. Okay. Dann reißen wir die Straße mal ab. Damit das wieder ordentlich ausschaut. Das geht gar nicht in Ordnung. Ja, ich weiß. Wir machen das gleich. Wir fangen gleich mit unserer Stadt an. So. Und natürlich wieder ändern. Natürlich habe ich das wieder falsch rum gemacht. So. Brauchen wir natürlich noch die Straße von der anderen Seite. Machen wir das am besten. Aha, der möchte das nicht. Dann wieder eine Etage höher. Ja, so. Und so.
So, natürlich muss jetzt auch die Seite auch noch auf die andere Seite. Machen wir das. Nehmen wir eine Nebenstraße. Nein. Wenn es zu weit unten ist, kommt das wieder zum Stau und das ist dann wieder. Meh. Die Autofahrer, die von hier kommen, auf die Seite möchten. Und die Autofahrer, die auf die Seite möchten, kommen auch auf die Seite. So. Falls sich einer verirrt, machen wir da eine Straße. Dann können die auch wenden und dann darauf fahren. Auf diese Seite haben wir das auch geregelt. Okay. So, dann machen wir die Straße hier noch ein bisschen länger. Diese auch. Machen wir das ungefähr gleich. So. Das schaut ja sehr schön aus. Okay, na dann einmal. Na, welche Straßen nehmen wir? Ha, ich weiß nicht. Diese Straßen sind zwar schön und gut, aber durch die Busse kommt es immer zu Verstopfungen und ich bin. Vielleicht sollten wir da eine Extrastraße machen wieder. Was heißt wieder? Ich hatte das mal ausprobiert und das hatte sehr gut funktioniert. Diese Extrastraßen, da kam es weniger zum Stau oder überhaupt nicht. Dadurch, dass die Busse auf anderen Straßen gefahren sind. Aber ja, machen wir das damit. So, jetzt bauen wir hier ein schönes großes Areal, wo unsere Sims, sag ich mal, leben können. Natürlich brauchen wir auch Strom. Das bauen wir dann komplett auf die andere Straßenseite, also auf die andere Seite der Autobahn, damit es da nicht zu Staus kommt mit den Müllautos. Das Busareal bauen wir auch auf die andere Seite. Sollten vielleicht da schauen. Dass das alles nicht so dicht beieinander liegt. Ja, die fahren ja immer den kürzesten Weg. Ja, gut, dann machen wir das da. Die gehen nochmal mittendurch. So, jetzt haben wir da einen schönen großen Platz in der Mitte. Können dann Beschäftigungen hin. Gut, dann schließen wir die Autobahn mal an. Das war's so. Und das war's so. So. Ja. So, das wäre erledigt. So, dann erstmal zum Strom und den Bussen. Dann machen wir eine unterirdische Auffahrt vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Erstmal die Bushaltestellen hier. Ja. Machen wir das so. Ja. Das ist die vierspurige. Die brauchen wir dann nicht. Ist auch im Übrigen, ich glaube, eine Mod war das. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe da jetzt so viel letzter Zeit runtergeladen, dass ich gar nicht mehr weiß, was Mod ist und was nicht. Ja. Ist halt sehr. Muss ich mir nochmal anschauen, auf jeden Fall. Damit ich da Klarheit weiß. So, dann nehmen wir eine kleine Straße.
oder er gesagt, eine große.